So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Recht herzlich willkommen zum zweiten Teil des Unboxings zum Set von Eret und Skull Crusher zu DreamWorks How to Train Your Dragon 3 The Hidden World. Und das Ganze natürlich von Spin Master. Eret haben wir uns schon im ersten Teil angeschaut. Jetzt schauen wir uns Skull Crusher an, den Schädelbrecher. Und die beiden hier, die beiden Versionen, sind noch aus der älteren Serie. Ebenfalls von Spin Master und die werden wir natürlich mit der neuen Figur vergleichen. Aber zuallererst natürlich das neue Modell von Schädelbrecher. Und wenn ich ihn schon so hier dastehen habe, lasst uns die Größe anschauen. Wir haben hier eine Flügelweite, eine Flügelspanne von 21,5 in der Breite und eine Länge von 21,5 cm in etwa. Ja, wenn es interessiert, hoch ist das Ganze in etwa 9 cm. Ja, und ich muss sagen, das Ganze sieht doch relativ positiv aus. Also ich muss schon sagen, gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Ohne Witz, denn ihr wisst ja, bei der ersten Version hattet ihr diese Stoßattacke. Das heißt, der Kopf war etwas vom Körper abgesetzt. Nicht ganz so schön. Was haben wir denn hier für was Weißes? Ist das Kleber? Leute, das ist getrockneter Kleber. Ach du liebe Zeit, hier oben ist auch irgendwie was Helles. Das geht allerdings weg. Aber das hier unten ist irgendwie ganz stumpf. Aha, ja, das ist Montagekleber. Ja, nicht ganz so schön, aber wenn das das einzigste Manko hier ist, dann ist das absoluter Hammer. Ja, und das gefällt mir hier bei dieser Skulptur wesentlich besser, dass der Kopf auch ganz am Hals dran ist. Ja, nicht ganz so schön, selbstverständlich, diese silbernen Teile. Das ist ganz einfach das Gelenk für das Maul hier unten. Das sehen wir auch auf dieser Seite. Und hier haben wir natürlich auch noch die Schrauben. 1, 2, 3 Schrauben von Spin Master. Warum hier auch noch eine Schraube drin ist, ich kann es euch nicht sagen. Denn der Mechanismus ist ja hier an diesem Bein. Das können wir nach hinten machen. Und dann öffnet sich auch etwas das Maul. Aber extrem schwach. Also das ist nicht wirklich viel. Hat auch keinen wirklich guten Unterbiss. Seht ihr das? Das geht eigentlich direkt an den Oberkiefer dran. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Was ich schlimmer finde, ist, dass er oben keine Zähne hat. Ja, also oben ist einfach nur glatt. Also sollte das eigentlich ein bisschen Unterbiss sein. Ja, okay, kann man durchlassen. Wie schon erwähnt, das ganze Ding orientiert sich an wesentlich jüngere Drachensammler. Nicht mehr an das Publikum, was schon all die Jahre mit dabei ist. Finde ich ein bisschen schade. Manche finden es auch zu grell, was die Bemalung angeht, aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Also für mich sieht das Ganze richtig gut aus. So, also Kopf an für sich können wir nicht bewegen, definitiv nur den Unterkiefer durch das Drücken von dem hinteren oder von beiden Beinen sehe ich gerade. Ihr könnt die beide nach hinten drücken, aber also wirklich nur ganz, ganz wenig und dann bewegt sich halt entsprechend das Maul hier vorne. Die Vorderbeine könnt ihr einmal rundherum drehen, 360 Grad, aber aufpassen, damit es nicht ausleiert. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Die Form gefällt mir schon sehr gut, da kommen wir gleich dazu. Dann haben wir auch noch die Flügel. Da haben sie die ganz normalen Scharniere dran, die ganz normalen Metallgelenke. Interessant ist, dass es hier mehrere Stellen hat, wo es einzurasten scheint. 1, 2, 3, 4. Ja, viermal macht es Knacks. Sitzen wesentlich straffer diese Gelenke als bei anderen Drachen. Das ist auch mal positiv. Den Schwanz hier hinten kann man nicht bewegen. Ja, man kann ein bisschen so hin und her machen, ist aber nicht für eine Bewegung gedacht. Ihr könnt den Schwanz auch nicht biegen oder sowas. Das ist zwar aus Gummi hier oben, hier unten aus Plastik, aber ist nicht zum Verbiegen gedacht. Ne? Also die Form hat er halt immer. Okay, Sattel haben wir auch drauf für Eret zum drauf sitzen. Das hatte die alte Figur auch schon. Gut, also ich bin gerade so am gucken, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ne? Aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal wieder am Kopf und ihr seht, der ist schon echt nett gemacht. Die Augen sind nicht ganz so schön geworden wie auf der Verpackung. Es fehlt halt einfach auch noch ein Glanzpunkt, ein Lichtpunkt. Die Augen sind eigentlich ja rechteckig von oben nach unten, nicht oval. Das Gelb
ist auch nicht wirklich grell, sondern ja, ein grünliches Gelb, ne? Nicht so krass. Aber positiv, die Augen wurden einigermaßen sauber reingemalt oder reingedruckt, wie auch immer. Witzigerweise stört mich dieses Metall nicht wirklich. Da bin ich echt selber überrascht. Ansonsten das typische Horn halt hier vorne, auch das ist relativ weich, ist aus Gummi, genauso wie die Hörnchen hier seitlich. Die Spitzen haben sie violett bemalt, ansonsten geht es hier braun weiter und geht in dieses Grün rein. Okay, dann sieht man hier noch ein paar Details am Horn. Die Nasenlöcher haben auch die richtige Höhe. Die Zähne halt komplett weiß, nicht einzeln gearbeitet, eher einfach gehalten. Aber der Kopf sieht von vorne gut aus. Mir gefällt auch, dass sie das Hörnchen hier unten noch mit dran gemacht haben. Ist nicht ein Guss, sondern wurde auch dran montiert. Da wurde wieder viel geklebt und geschraubt, auf jeden Fall. Ansonsten der Unterkiefer relativ unspektakulär. Keine außergewöhnlichen Schuppen oder sowas zu sehen. Das vermisst man ein bisschen, aber nicht wirklich störend. Eine ganz einfache Airbrush-Arbeit. Ihr seht, die hintere Seite von dem Hörnchen ist grün. Also sie haben nur einfach so draufgesprüht von vorne. Und das war es dann letztendlich auch. Auch hier ein netter Verlauf in dieses Violett hier oben. Finde ich klasse, dass sie das gemacht haben. Kann man nichts sagen. Der Kopf an für sich echt schön gelungen. Man guckt ihn an und weiß, ja, das ist Schädelbrecher. Dann geht es hier mit den breiten Panzerplatten am Nacken weiter. Auch hier haben sie noch etwas von diesem rötlichen Braun hingesprüht. Ihr seht hier Rückenstacheln, ganz klein, aber fein. Hier sieht man dann auch eine nette Struktur in diesem Panzer drin, was natürlich sehr an Käfer erinnert, klar. Dann geht es hier unten weiter mit Schuppen, die sich auch über die Flanken hier ziehen, bis zum Schwanz hier hinten. Das ist nett gemacht. Ihr seht diese Schuppen oder Osteoderme auch hier über die Beine verlaufen, mit den Stacheln hinten raus. Ich sage ja, das hier ist etwas eine unschöne Stelle. Die Krallen hier unten haben sie nicht extra bemalt. Auch dieses Bein könnt ihr natürlich einmal rundherum drehen, wenn ihr das wollt. Obwohl, hier geht es schon ein bisschen schwerer. Oh, hier geht es schwerer als auf der anderen Seite, stelle ich gerade fest. Also wenn ihr den rausdrückt, könnt ihr natürlich 360 Grad drehen, aber würde ich jetzt nicht unbedingt drauf anlegen. Ich würde es so lassen. Großartige Action-Posen könnt ihr hier nicht darstellen. Ihr seht halt, der Fuß unten ist flach. Er hat halt so seine Form und die Stellung. Die Beine sind etwas verschoben. Nicht ganz gleich, hier etwas schmäler, auf der anderen Seite stehen die etwas weiter auseinander. Was hier auch auffällt, ist, dass das hintere Bein, das Plastik, hat halt einen Glanz. Hier unten an den Füßen wird es eher matt. Seht ihr das? Also das hier ist eher Gummi hier unten, damit die Krallen nicht abbrechen. Auch die vorderen Ärmchen oder Beinchen sind aus Gummi. Das hier ist aus Plastik und entsprechend ist das halt auch ein Glanz. Ihr seht den Unterschied auf jeden Fall. Auch das hier wurde nochmal angeklebt von unten. Ja, nicht unbedingt eine Struktur, aber nett, dass die Krallen hier vorne abgesetzt wurden. Das ist absolut okay, kann man nichts sagen. Ihr seht auch schön diese etwas gröberen Schuppenplatten auf dem Bauch. Auch das weiß zu gefallen. Was ich großartig finde, ist, dass dieses Fluggeschirr auch über die Unterseite läuft, hier hinten und hier vorne. Hier geht es auch hoch. Schön, dass diese einzelnen Schellen oder Schnallen Metallfarben, also Grau oder Silber, bemalt wurden. Dann geht es weiter zum Steigbügel, den Sattel mit einem Muster drin, ganz einfach. Das sieht aber gut aus. Dann hier vorne, das ist auch alles aus Gummi, damit nichts brechen kann. Ne? So, ihr seht schon. Aber da kann Eret seine Füße definitiv nicht dagegen stützen. Die hängen halt links und rechts nach außen. Aber der Sattel in einem dunklen Braun. Und ich finde es auch cool, dass sie das Zeug hier, das Fluggeschirr, ebenfalls noch in Braun bemalt haben. So sieht das Ganze von hinten aus. Und das ist alles ganz weich aus Gummi. Kann also nichts brechen. Finde ich klasse. Ja, dann geht es hier weiter mit den Rückenstacheln. Zum Schwanz hin, ganz kleine Rückenstacheln, auch hier dieses rötliche Braun. Dann haben wir hier hinten diese Keule mit dran, die haben sie auch komplett in diesem Rostbraun besprüht. Ist auch aus Gummi das Teil, damit nichts passiert. Die Schuppen von unten, die hier übrigens ganz breit werden, hier hinten. Das läuft hier bis zur Keule so weiter, auch noch mit ein paar Schuppen versehen. Dann kommen wir zu den Flügeln. Von unten haben sie kein Muster bekommen, aber man sieht schön deutlich die Flügelrippen, nicht glatt, sondern schön gewölbt. Der Flugarm kräftig, deutlich abgesetzt, hier vorne auch noch eine kleine Kralle mit dran. Dann haben sie hier violett gesprüht, Übergang in dieses
Grün mit rein, hier außen auch noch leichte Auswüchse. Das ist sehr reizvoll, das gefällt mir gut. Auch der Verlauf, der Übergang ins Grün, sieht aus wie eine extra Farbe. Wir haben Violett und das sieht ein bisschen aus wie Lila und dann geht es hier halt in das Grün rein. Die Stellung der Flügel ist auch absolut okay. Die Flügel gehen eher ein bisschen nach hinten. Also sind etwas aufwendiger oder halt von der Form kommen sie dem Drachen schon näher als bei der alten Skulptur. Das werden wir auch noch gleich anschauen. Ja, also alles in allem, also ich kann mich da nicht beschweren. Der ist echt nett. Der Actionanteil, ja, ist dürftig. Ihr könnt halt die Flügel bewegen, auf und ab. Ihr könnt das Maul öffnen durch Bewegen der Füße. Aber das Mäulchen geht wirklich nur ganz, ganz, ganz leicht auf. Also mehr ist nicht drin. Also man kriegt, glaube ich, gerade so, wo habe ich es denn? Man kriegt, glaube ich, gerade so diesen Pfeil rein. Ja, muss ich jetzt direkt gleich mal probieren. Hier ist so ein Loch drin, da könnt ihr den reinstecken. So, okay, der sitzt auch, alles klar. Und sieht gut aus mit dem gelben Feuerstrahl. Also das ist nicht schlecht, ne? Also rein optisch und von den Farben her finde ich die Figur echt gelungen. Also schön, schön. Auch wenn es sich an die Jüngeren orientiert, also auch die älteren Sammler können da durchaus ihren Spaß mit haben. Ich sage ja, Eret ist schon der absolute Oberkracher, mal ganz ehrlich. Und dann noch hier Skullcrusher, ich stelle ihn mal daneben. Ja, guckt euch die beiden an, ist doch Hammer. Das ist echt super. Richtig, richtig schönes Set. Und komm, wenn ich ihn schon gleich da habe, probiere ich den mal da drauf zu setzen, so gut es halt geht. Ja, so. Okay. Schwert in die Höhe. Ja, so sieht es dann aus. Natürlich, ja, von den Proportionen her stimmt es nicht wirklich. Eret ist so gesehen zu groß, ja, Schädelbrecher ist da eher ein Jungtier, wenn man bedenkt, was für ein Riesenteil das eigentlich ist oder was für ein massiver Drache, da stimmt es nicht so ganz, aber es sieht schon gut aus, also es sieht schon wirklich gut aus. Ich werde es natürlich auch noch anschließend im 360 Grad filmen, könnt ihr es euch noch mal in Ruhe anschauen und ich versuche auch noch ein bisschen besser draufzusetzen, damit es nicht ganz so steif aussieht. Aber ist schon cool. So ein richtig tolles Set. Kann man anders gar nicht sagen. Ja. Ihr könnt halt nicht großartig damit durch die Gegend fliegen, denn ihr habt hier nicht irgendwie eine Möglichkeit, Eret hier richtig draufzusetzen. Bei den ganz alten Drachen war ja noch so ein kleiner Pinökel dran, wo die Figuren richtig habt draufstecken können, damit die nicht runterfallen. Das hat sich hier Spinmaster auch wieder gespart. Ja. Also von dem her, naja. So, jetzt wollen wir uns mal hier die Action anschauen. Wie kann er schießen? 3, 2, 1 und... Oh, der schießt ziemlich schnell. Und so wie alle anderen Drachen, würde ich mal sagen. Nicht besser, nicht schlechter. Absolut okay. Es geht ganz leicht ins Maul rein. Einfach hier ein bisschen nach hinten drücken und zack, schießt er das schon ab. Also auch da gibt es nichts zu meckern. Und vor allem, das tut auch keinem weh, wenn es ihn trifft. Ja, also... Das ist schon echt cool. Wirklich cool. Gefällt mir gut. So, dann jetzt mal hier die Vorgängerversion. Ja, der hier und ja, der war auch prima. Ich mache da jetzt keinen extra Review, keine Angst. Nur ganz kurz nochmal in die Kamera halten. Ihr seht es auch, er hatte schon eine tolle Hautstruktur. Weniger Farbe. Am Schwanz haben sie eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Ja, aber hier stand halt immer der Kopf weg. Das ist nicht ganz so schön. Das war halt die Action. Sprich, ihr habt ihm diesen Pfeil in den Rachen gesteckt mit den Kugeln vorne dran. So, einfach rein. Ja, und wenn ihr jetzt ein bisschen nach hinten gezogen habt, also den ganzen Schwanz, darum hat er auch die Form, man hat so nach hinten ziehen können, dann hat er halt auch entsprechend das Teil hier verschossen. Ne? So sieht es aus. Aber ihr habt halt immer diese Lücke da und die ist halt, die ist scheußlich, die ist schrecklich. Schön war, dass der Sattel halt auch Brauntöne hatte, unterschiedlich. Helles Braun, dunkles Braun. Hier ist dieser Pinökel, der hochsteht. Da hat man Eret richtig draufsetzen können. Was heißt hat man können? Kann man Eret draufsetzen? Eret habe ich jetzt in einer anderen Kiste drin. Wenn ich mal die ganzen Dragons-Figuren durchschaue, dann seht ihr auch die Figuren entsprechend alle. Ja. Er hat das Maul gar nicht öffnen können. Es war immer durchgehend offen, aber er hat oben und unten Zähne. Die Augen, ja, im Vergleich zum neuen Modell, sind hier ganz klein, auch nicht irgendwie betont durch eine zusätzliche Farbe. Einfach nur eine winzige schwarze Pupille.
auch die Hörner und das Braun bei weitem nicht so schön und bunt gefärbt wie bei dem neuen Exemplar. Die Flügel haben sie hier transparent gemacht. Ihr seht meine Hand dahinter. Auch mit so Wärzchen, Hautunebenheiten. Absolut okay, aber halt ganz einfache, fast statische Flügel. Nicht so schön geformt wie bei unserem neuen Modell. Also da finde ich die Form wesentlich besser als hier. Das Sattelzeug finde ich bei beiden Drachen absolut okay. Auch wenn der jetzt halt ein einfaches Braun hat. Und hier haben wir halt mehr Töne. Wir haben hier sogar noch ein bisschen Gold hier hinten. Ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt auffällt. Dann der Kopf an für sich. Ja, auch okay. Aber ich sag's nochmal, der neue ist mindestens genauso reizvoll wie dieser hier. Und eigentlich besser, weil ihr halt diese Lücke nicht habt. Ja, dann gab's ja auch noch diese Version hier. Der violettfarbene Skull Crusher, noch nicht mal ausgepackt. Ihr seht, also meine Figur, die ich euch gezeigt habe, ist nicht kaputt. Hier steht der Hals auch entsprechend deutlich raus. Und hier haben sie gar keine Pupille gemacht, hier haben sie einfach nur ein gelbes Auge bemalt, also ohne schwarzen Punkt. Auch hier keine großartigen Farbspielereien und das ist auch noch kein Gummi, sondern eher ja ein ganz weiches Plastik. Und der Sattel etc. war hier auch eher schwarz mit Violett. So sieht es aus. Oder dunkel-lila, kann man auch sagen. Ne? Noch original verpackt. Und vor allem halt größer als die neuen Figuren. Ne? Ihr seht's. Jetzt ist er natürlich im Vordergrund, da wirkt er nicht mehr ganz so klein. Aber wenn ich halt den grünen nochmal daneben stelle. So. Mal das Geschoss wegmachen, dann seht ihr halt einen deutlichen Unterschied, was die Länge angeht und vor allem die Höhe. Ich meine, wenn man den Schwanz jetzt ausstrecken würde, dann wäre es in etwa gleich. Aber was die Höhe angeht, die Massigkeit, da hat der alte schon noch ein bisschen mehr zu bieten als die neue Ausgabe. Aber sie gefallen mir beide gut nach wie vor und der neue hat wirklich seinen Reiz und ich finde ihn von der Bemalung her auf jeden Fall schöner als den alten. Überhaupt kein Thema. Aber hier, wenn ich Eret daneben stelle, passt halt das Größenverhältnis zum alten Schädelbrecher deutlich besser als zur neuen Figur. Ja, der neue wirkt halt echt wie ein Jungtier. Ja. Okay, also Eret und Skullcrusher, der Schädelbrecher, wenn er mich fragt, ein wirklich lohnenswertes, tolles Set, gefallen mir sehr gut, sowohl von der Bemalung als auch von der Verarbeitung her, da gibt es eigentlich auch nichts zu meckern, die Farbgebung einwandfrei und Eret ist einfach eine Augenweide, also das, ja, habt ihr ja gesehen im ersten Teil, also ich kann es nur empfehlen, ist doch schön. Wenn man mal was Positives sagen kann. Und ich wollte es tatsächlich nicht missen, die beiden. Also auf jeden Fall eine schöne Erweiterung für eure Sammlung. Die sind klasse. Ja, die Schrauben natürlich ist man gewohnt, nicht Welle Wahnsinn. Leider Gottes, Actionanteil ist sehr bescheiden, aber rein optisch sind die beiden wirklich klasse. Gut, dann würde ich sagen, komme ich hier zum Ende. Ich hau euch jetzt noch ein paar 360-Grad-Videos von den beiden und auch im Vergleich mit der alten Version hier gleich noch an das Video mit ran. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für euer Interesse. Sage wie immer, ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay.
We'll be right back.